In diesem Film spielen der Engländer Peter Cushing und der Amerikaner Stuart Whitman neben einigen chinesischen Kung-Fu-Spezialisten. Bill Carreras, Chef der Hammer Productions, auf die Frage, warum er Kung-Fu und Horror kombinieren will. Die Kung-Fu-Filme sind in den letzten Jahren überall in der Welt bei dem gleichen Kinopublikum populär geworden, das früher Anhänger des Horrorfilms war. Jetzt ist es die richtige Zeit, die beiden zu kombinieren. Warum glauben Sie, dass das Kinopublikum in England und in der Bundesrepublik von Kung-Fu-Filmen begeistert ist? Nun, es ist eine neue Form der Unterhaltung, eine neue Variante von Action. In einer Zeit, in der viele Filme zu viel Blut und Brutalität zeigen, kommen diese Kung-Fu-Filme zum großen Teil ohne Gewalt aus. Kung-Fu ist für mich wie ein Ballett. Zur Brutalität in Kung-Fu-Filmen später noch mehr. Peter Cushing, bekannt durch Sherlock Holmes und Vampirfilme, ist von Kung-Fu fasziniert. Was ist eigentlich Ihre Meinung über Kung-Fu-Filme? Es ist einfach fantastisch. Für mich ist Kung-Fu eine Kombination von Ballett und tödlichen Waffen. Nur die Arme und die Beine. Und man ist bewaffnet bis zu den Zähnen. Es ist einfach einmalig und fantastisch.